Immer feste treten, für die meisten Deutschen das Motto des Frühlings. Mittlerweile haben mehr bundesdeutsche Haushalte ein Fahrrad als ein Auto. Ob Mountainbike, Rennrad, Fitnessfahrrad oder Citycruiser, der Drahtesel ist die perfekte Fitnessmaschine. Wer neu ist auf dem Fahrrad, kämpft häufig mit diversen Zipperlein, Schmerzen in Gelenken und Wirbeln, Krämpfe in den Beinmuskeln. Häufigste Ursache, eine falsche Sitzposition. Richtig kann man bei ihr sehen, oder Claudia, die richtige Einstellung, und das kann jeder selber auch machen, ist einmal, wenn die Pedale genau am tiefsten Punkt ist, das heißt diese Kurbeln, also diese Arme, wo die Pedalen dran sind, sind genau senkrecht. Und wenn das Becken genau richtig auf dem Sattel drauf ist, die Hände am Lenker sind, dann sollte das Bein komplett gestreckt sein, wenn die Ferse auf der Pedale aufgestellt ist. Wer jetzt an den Kauf eines neuen Zweirads denkt, die wichtigsten Kriterien im Überblick. Das Mountainbike zeichnet sich aus durch Stabilität, einen gefederten Rahmen, grobstollige Reifen und ist somit geeignet für Fahrten im Gelände. Das Rennrad ist sehr leicht, hat einen tief liegenden Lenker, schmale Reifen und ist ideal für schnelle Strecken auf Asphalt. Mit dem hohen Lenker, dem breiten Sattel und stabilen Gepäckträger ist das Citybike das beste Gefährt für die Stadt. Die aufrechte Sitzposition ist rückenfreundlich. Ob Freizeitradler oder Sportler, für jeden gibt es das passende Gefährt, damit das Strampeln nicht nur fit, sondern auch Spaß macht.